So, der Big Daddy gerade hat mich gekiltet. Nö. Big Daddy. B. Achso. Points bekommen. Die lassen wir jetzt in Ruhe. Jetzt lassen wir die wirklich alle mal in Ruhe. Wir machen nur Fotos. Wir wollen nur Fotos machen. Alter! Verstehe das nicht! Juhu! Komm zur Stütze für dich vor der Erlösung! Oh, keine Sorge! Was ist denn, mein Großer? Wo ist denn? Was ist? Ich mach dich wieder leicht wie eine Feder! Ja, ja. Komm, Mr. Bean, wir verpassen noch, wie die Engel tanzen. Sich fast, um durchzuspringen. Sie benutzen die Mädchen von der Oberfläche und von Lambs Anhängern eine Substanz zusammen. Mehr als Blut. Irgendwas im Blut. Und die geben sich hin, als wäre es eine Ehre zu sterben. Sie täten mir fast leid, wenn sie nicht meine Tochter verschleppt hätten. Cindy, du wirst da nicht mitmachen. So oder so nicht. Ach ja. Was war das? Wer hat da geschossen? Na? Ich kann es ja nicht aufheben, das ist voll. Engel machen mich müde, Miss Robin. Wer pfeift da? Wozu schleppst du ein Kind mit an? Stepp ein Kind dann, damit du mir Fragen stellen kannst. Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen. Erlösung. Unsterblichkeit. Und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Ein Ausweg aus Rapture ist Musik in meinen Ohren. Nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein. Na komm, die Leiche machen wir jetzt hier. Machen wir jemanden Fight. Und zwar...
Nur mit dem Bohrer. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Es will es uns wegnehmen, wie damals Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Mein kleines ist das arme Mädchen. Keine Zuschauer! Noch ein Familienmitglied mehr! Gott verdammt! Feuer! Ich bin dein neuer Papa! Das sind schon wir. Es ist Schmeckt's? Lecker? Daddy? Ja? Dieser Engel ist einsam. Ryan Industries heißt seine Freunde willkommen. Mit Feuersturm setzt deine Gegner in Brand, wenn sie zuschlagen. Hey? Habe ich das nicht schon? Was ist das? Tief, Bohrerkraft, Schnelligkeitsschub. Hübscher Engel, hübsche Haare, schmutzige Haare. Hübsche Haare. Komm mal da hin. Schneller, Mr. B. Sonst muss ich dich tragen. Auf Mr. Bean. Nee, ne? Ich will den nicht killen. Noch nicht. Macht noch keinen Sinn. Ich mag Hunger haben, aber ich werde nicht betteln. Nie im Leben. Ich bettle nicht. Komm schon. Gib da! Ja! Ja! Was? Ich bin cleverer als du. Krieg dich, du elende Niete! Hab ich den schon? Ich verhandle nicht, rück dir raus! Die Zeiten mögen ja schwer sein, aber müssen wir uns unterhalten nehmen? Hier habe ich meine Kinder großgezogen! Schweine! Ihr Schweine! Weißt du noch, was du mir mal gesagt hast, Bill? Ein Marktplatz der Ideen. Das wärst du. Wenn ich mich auf die Debatten mit Lam einlasse, machen wir sie unschädlich. Ich habe es getan. Und warst du mal in Pauper's Drop, Bill? Hör mal. Nach jedem Song verteilen diese Traumtänzer ihr Manifest. Ihr Gesicht schmückt schon jede Mauer. Die heilige Lam. Du hast sie erschaffen, McDonough. Und jetzt wirst du den Rat dazu bringen, dass er das Geld rausrückt, um sie zum Schweigen zu bringen. Hmm.
Ja, aber ist denn jetzt einer von diesen dicken? Ja, gerettet hat. Hallo? Ich bin hier. Nicht an! Du warst das Ego! Hackies mehr oder was? Once I lived a life. Ciao, Süße. Steht einer. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Drücke Umschalt, während du linke Maustaste gedrückt hast, um einen Bohrersprung auszuführen. Okay. Ich will meinen Teddy, Mr. B. Okay, kann man springen. Hat er die weggebracht? Er hat die weggebracht, ne? Egal. Dann bräuchte ich ihn nicht killen, du hast nämlich keine Little Sister.
aber du bist angeschlagen. Bringt nichts. Ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen. Ich gehe gleich zurück, sammle noch irgendwelche Schrott hier ein, ein bisschen Fisch und so. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Eva, zu essen brauche ich nicht. Vielleicht untersuchen, noch ein paar Nieten mitnehmen, Alkohol. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. An die Person. Ihr habt den doch schon gefilmt. Laberst du? Ich mache hier unten die Regeln. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Dreckiger Hundesohn! Ah! 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 Also, ich die Nummer 1 werden, was? Ah! So, hab keine Nieten mehr. Kann ich mir ja mal überlegen, ob ich jetzt Nieten kaufe. Ach ja, tun die alles. Pistole, Schrotflinte. Oh, erstmal einen Rückstoß verringern. Vielleicht erstmal bei der Waffe, oder? Panzer brechen. Ich hab eh voll. Ich kann nichts machen. Da finde ich es da. Holen oder
oder nicht holen? Das ist dir die Frage. Das wäre meine neue Little Sister. Ja, okay. Panzerbrechend habe ich ein bisschen Wer mag denn diese Lenzlampe noch besorgen? Schnauze. Mr. Ba- Panzerbrechen jetzt verschossen. Das war natürlich clever jetzt. Oh, scheiße. Hallo? Du bist zu gemacht. Ah! Ah! Das wollte ich nicht. Wo sind die beiden denn jetzt hin? Jetzt habe ich die verloren. Steht da oben. Beeilung, Mr. B. Big Sister mag keine Rumtrödler. Lass mich, Mr. B. Mach ihn auf. Guck mal, kleine Maus. Kriegst du direkt einen neuen Daddy. Ist doch auch okay, oder? Dann können wir wieder weiterziehen, die beiden. Du hast keine Plasmid-Slots mehr und musst entweder ein Plasmid-Lager oder ersetzen. Eingreifen können bei einer Genbank wieder ausgerüstet werden. Okay. In Genbanklager. In Genbanklager. Bam, 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 bam. Gut speichern. Ja. Irgendwie keine Hex, ne? Oder muss zerstören. Was kann ich jetzt hier? Hypnotisieren. Hypnotisieren? Elektrobolt. Jetzt habe ich hypnotisieren hier oder was? Hackers Delight? Ich habe keine freien Plätze mehr. Okay. Kann nichts machen. Der Blech-Daddy ist kein Mensch.
Er ist halb Hund und halb Teufel, geschaffen von Andrew Ryan, um unsere Kinder in wandelnde Leichen zu verwandeln. Kann sein. Adam, Daddy, da drüben! Machst du zu viel Aua? Such dir eine Strohpuppe, kleines Feuerchen. Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Stück Dreck, du bist doch total gestört. Sag die mir, ich bin gestört. Ja. Wer zieht sich denn hier die ganze Scheiße rein? Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Ich glaube, ich muss ein bisschen überzeugend sein, oder? Kann das sein? Ja, da war ich gerade schon, das hat nichts gebracht. Ja. Wir gehen dann in der nächsten Folge hoch. Und machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause, weil ich brauche ein Polster. Euch klauen wir noch ein bisschen. Und ich überlege mir, ob ich mir was kaufe. Alles voll. Benzin für Bohrer. Bohrer. Nieten, Fallnieten. 50er Kugeln. $303. Nieten, 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 Kugeln. Nee, ich will davon nichts. Ich lasse das mal liegen, vielleicht brauche ich da irgendwann mal. Was ist das? Schrott. Schrot, ich sage immer Schrott, nicht Schrot. War jetzt nochmal. Nein, nicht das. Lüftung, Sister Adam, Medistation. Ein Automat. Wo ist denn hier ein Automat? Normaler Automat. Ich bin ein bisschen müde. Da ist einer. Ja, ich mache jetzt hier nochmal Schaluss. Bis später. Danke.